Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Wir haben alle Kongs zusammen, während er hier von Schmetterlingen bevölkert wird. Wirklich der geilste Kong-Charakter aller Zeiten. Die Mimik und alles. Unantastbar. So, hier sind rote Bananen und wir brauchen eigentlich nur Donkey. Es ist ein sehr weiter Weg bis hierhin, bis zum Tauschfass. Deswegen nutzen wir einfach mal wieder die Endboss-Tür. Und wechseln erstmal zu Diddy, weil irgendwie... Oder erstmal zu Tiny kommen. Weil da unten war ein Kasplan für Tiny und so weiter. Also alles mal auf den Zahn fühlen. Dann mit Diddy. Achso, da ist ja noch ein... Irgendwie... Ist hier auch was. Ne, mit Donkey haben wir hier noch nichts verloren, hey. Werdet ihr sehen, was ich meine. Oh, warum habe ich mich zurückverwandelt, Mann? Oh, weil ich an irgendwelche Tasten gekommen bin. Oh, was ist das denn? Nee, nee, Leute, so läuft es hier nicht. Alles hat hier seine Ordnung. Wir müssen hier ganz elegant uns hoch befördern. Wir sehen auch schon die goldene Banane im Hintergrund. Das steuert sich selber. Ist gut so. Vermeidet Irritationen. Bitte, danke. Immer wieder gern. Na egal, komm, wir gehen einfach. Scheiß doch auf Taktik. Wenn alles rot ist. Aber du bist genau mein Fall. Jetzt wollte ich erst die Mega-Attacke benutzen, aber da war er schon tot. Was für ein Schwächling. Gegen so ein kleines Mädchen. Das war eigentlich alles, was wir von Tiny wollten. Wechsel zu Donkey. Und jetzt mal ab in die Himmelssphäre. Und die ganzen Fässer wieder begutachten. Ach nee, was heißt der Himmel? Wir sind ja immer noch hier. Aber diesmal, da bin ich sicher, haben sie ein paar Fallen eingebaut. Jetzt noch nicht vielleicht. Immer noch nicht. Ah, hier gibt es zwei Wege. Sieht man stark. Gehen wir erstmal den normalen. Ach so, Jetzt sind wir wieder hier. Also gibt es doch nur einen Weg. Und das ist der hier. Und jetzt aktivieren wir was ganz Schönes, was ganz Tolles. Ein Hebel. Den meine ich nicht. Wir gehen mit Diddy jetzt den Weg, weil da so viele rote Dinger sind. Na, Ninu. Ihr werdet schon wissen, was jetzt kommt. Ich glaube, es war damals so. Shigeru Miyamoto war ein ganz normaler Mitarbeiter bei Nintendo. Wollte ein King Kong-Spiel machen. Nur leider bekamen sie keine Lizenz für King Kong. Deswegen haben sie einfach ihren Affen Donkey Kong genannt. Der irgendeine Tussi entführt hat und irgendein Kerl muss sie retten. Der irgendeine Kerl wurde zu... Was soll denn wie los eigentlich? Der irgendeine Kerl wurde zu Super Mario. Vielleicht schon mal davon gehört. Und die Ursprünge sind leider nicht jedem bekannt. Sollten sie aber. Ich werde jetzt garantiert nicht die Erlösung und die Offenbarung sein. Aber ich möchte es euch dennoch zeigen. Ich muss es euch zeigen. Wir müssen das Spiel zweimal lösen. Original von 1981. Und zwar die Automaten-Version, nicht die NES-Version. Die ist ein bisschen anders, vor allen Dingen fehlt ein Level. Ich glaube, die ist noch ein bisschen anders aufgebaut. Das sieht mir ein bisschen fremd aus. Und das fehlt auf der NES-Version. How high you can get.
Das Ganze mit dem Control-Stick ein bisschen ungewohnt, ey. Das heißt, ein bisschen sehr ungewohnt. Wenn jetzt irgendein Fass hier die Treppe nimmt, wäre ich gearscht gewesen, aber hat keinen genommen. Aber das hier. Joa! Was ein Sprung! Okay. Das da ist Pauline. Nicht Peach, nicht Daisy. Pauline heißt sie. Die Verflossene. Zweiter von 4 Leveln. Hier können wir auch Sachen einsammeln. Was war das eigentlich alles? Eine Tasche? Das sieht immer aus wie so ein Hut, ne? Und ein Regenschirm. Was haben die Sachen nochmal gebracht? Ich weiß nicht, warum dieser Level gefehlt hat auf dem NES. War das Laufband vielleicht zu schwer zu entwickeln? Achte ein bisschen auf die Flamme da oben. Oh, Brei. Scheiße. Ja, alles kann mich töten. Und das wär's. Der zweite Level. Und weil es so schön war, hat Nintendo 1994 das Spiel für den Game Boy nochmal rausgebracht. Mit ein bisschen anderer Grafik. Nicht unbedingt besserer, anderer halt. Halt auch schwarz-weiß. Aber sonst zeitgemäßer. Wir müssen hier ganz genau springen, wenn er nur ein Millimeter tiefer ist, irgendwie. Also er stirbt sofort. Mario war eine Flasche. Hier interessieren die Items mich eigentlich nicht. Ich warte jetzt, bis die Flamme nach oben macht. Das tut sie nicht. Brauchen halt etwas Geduld. Es gibt noch ein geiles Spiel hier drauf. Nämlich Jetpack. Das erste Spiel von Rare. Finde ich sogar ziemlich geil. Oh Mann, ich war zu langsam. Das liegt auch an dem Control-Stick. Das ist ein bisschen schlecht zu steuern. Wenn ich das... Oh, Game over? Nein. Ach Gott, Kinder. Wenn ich das gespielt habe... Jetzt drücke ich doch B, hey. Mann. Wenn ich das gespielt habe auf der Virtual Console mit dem Wii-Controller, ging es eigentlich besser. Jetzt mit dem 64er-Pad nicht so. Aber wir schaffen das. Sind 4 Level. How high you can get? Can you get? Ja, was ich sagen wollte, die Gameboy-Version von 1994, die habe ich gespielt. Und da geht's halt drum, ist dieselbe Story und alles. Quasi ein Remake. Die 4 Level sind auch da. Und weil Nintendo gerade Langeweile hatte, haben sie gerade nochmal 94 neue Level dran gesetzt. Hinzugefügt. Ne, 96. Dass es genau 100 Level waren. Und halt auch mit Schwimmen und auf dem Schiff, auf dem Flugzeug. Ganz coole Sachen. Sehr zu empfehlen. Das Spiel nennt sich einfach nur Donkey Kong. So wie dieses Spiel hier. Ich bin tot. Ich bin so tief gefallen. Das darf nicht wahr sein. Wegen so ein bisschen, hey. Mach. Mach. Verdammter Mist. Ich hab gedacht, ich schaff das beim ersten Mal, ey. Die alte Technik. Tut mir leid, Freunde. Wenn ihr euch langweilt. Was ich aber unbedingt noch erzählen wollte, die Gameboy-Version, ja. Die war wirklich genial. Könnte ich theoretisch auch Let's Playen. Sui hat das gemacht. Ich meine, ich will jetzt keine Werbung machen. Aber es hat er gut gemacht. Donkey Kong für den Gameboy. Oh Mann. Mein Gott, voll viele Fässer, hey. So. Muss er immer damit rechnen, dass jedes Fass eine Treppe benutzen könnte. Na gut, immerhin Level 1 mal wieder.
Und weil das Ganze so schön war, 1994, dann kam kurz danach ja auch Donkey Kong Country und Donkey Kong wurde ein völlig neuer Mensch. Oh, Brei, Brei. Geht auf die rechte Seite. Oh, noch mehr Brei. Fast runtergefallen. So, und jetzt warten, bis die Leiter oben ist. Dann kam auf dem Game Boy Advance das Spiel raus, der nächste Teil, der so aufgebaut ist wie das Original hier. Mario vs. Donkey Kong. Im selben Prinzip. Mario ist hinter Donkey Kong her. Da gab es auch einen zweiten Teil für DS, glaube ich, war der schon. Und auch aktuell Mario vs. Donkey Kong Mini Land Mayhem, keine Ahnung wie es heißt. Das ist dann schon wieder ein bisschen anders mit diesem Spielzeug Marios. Wenn du mich jetzt erwischt hättest. Warum haben wir denn nur ein Leben? Ist doch abnormal. Fallen die alle an dieselbe Stelle? War doch früher nicht so. Komisch, ist aber so. Fuck. Schnell weg. Die fallen doch nicht an dieselbe Stelle, habt ihr es gesehen? Die fallen immer anders. Jetzt müssen wir schnell sein. Es ist aber auch sehr knapp da, an dieser Stelle. Okay, und jetzt der vierte Level, in 100 Metern Höhe, ist unsere Aufgabe hier, diese Blöcke zum Schmelzen zu bringen, indem wir darüber laufen. Oder sagen wir es so, die Architektur wird instabil. Wir können natürlich auch die Hämmer benutzen, das werden wir, glaube ich, auch jetzt machen. Ah, werf wieder weg. Oh, verdammt. Jetzt haben die Flammen alle Zeit der Welt, sich zu erschaffen. Wenigstens haben wir die noch aufgelöst. Komm hoch. Mit dem Hammer können wir nämlich nichts machen. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, dass das der Grund war für den Hammer in Smash Brothers. Oh Gott. Jetzt sind wir gut. Ja. Und jetzt haben wir es geschafft. Dem Herrgott sei gepriesen. Und tschüss, Mann. Game over. Sehr schön gemacht. Very nice. Es gibt allerdings einen kleinen Haken an der Sache. Erstmal die Banane. Danke. Thank you. Sieht doch schon mal ganz nice aus. Der Haken ist allerdings... Na, aufgewärmt! Was hältst du von einem einzigartigen Sonderpreis? Für die 2 Münzen darfst du nochmal spielen. Okay, ich gebe 2 Münzen aus, ich werde nochmal spielen. Werde dafür keine goldenen Bananen erhalten, aber dafür etwas anderes. Freunde. Ja, was zu den 100% zählt und was auch erforderlich ist, um ein Spiel zu beenden. Denn diesmal hat Donkey Kong was anderes entführt. Nämlich ein Nintendo 64. Mein Schatz. Nein, das ist nur eine Münze, aber ich find's so geil. Nach dem Motto, oh, ich hab Nintendo 64. Und es gibt auch 2 Schwierigkeitsgrade von dem Spiel. Mindestens. Der hier ist härter. Der wird jetzt rollen. Okay, ich bin in Sicherheit. Also die Level sind jetzt alle härter, aber mal sehen. Ich sehe gute Chancen, dass wir es schaffen können. Wo nehme ich bloß diese Zuversicht her? Jetzt hier mehr Brei und mehr Flammen. Toll. Ja, das ist gut, was du da machst. Das gefällt mir. Bitte keinen Brei jetzt. Dann haben wir auch den zweiten Level. Das Spiel macht mich fertig. Zu alte Spiele sind nichts für mich. Jetzt sind wir so tief gefallen, dass wir sterben. Wir sind zu tief gefallen. Ach, wir haben noch ein Leben. Wie kommt denn das? Womit hast du denn das verdient? So war das halt damals. Ein bisschen realistischer, wenn man das so sagen darf. Okay. Dahin musst du nur dahin.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, zu sterben. Ich habe doch noch ein Leben, oder? Fick dich. Dann spiele ich bis in den vierten Level. Also Leute, bis dann und ciao.